umso mehr finde ich es beschämend und es tut mir weh, wenn ich die Äußerungen höre unseres Oberbürgermeisters Dirk Hilbert, die er in den vergangenen Tagen getätigt hat. Und ich glaube, man kann sagen, dass er mit seinen Äußerungen in das Grab der Opfer gespuckt hat. Er hat geäußert, dass es angeblich wissenschaftlich erwiesen wäre, dass Dresden keine unschuldige Stadt wäre. Liebe Freunde, das heißt doch im Umkehrschluss, Dresden ist eine schuldige Stadt. Das heißt also, dass die Menschen, die in dieser Stadt gelebt haben, die Frauen, die Kinder, die Greise, die Männer, dass diese alle schuldig sind, dass sie es verdient haben, bombardiert zu werden und dass diese Stadt mit ihrer Kultur, ihrer barocken Altstadt, dass es diese Stadt verdient hätte, bombardiert zu werden. Selbst wenn in Dresden kein einziger Soldat stationiert wäre, wenn in Dresden kein einziger Panzer gewesen wäre, wäre doch Dresden trotzdem bombardiert worden. Die Aussage von Dirk Hilbert suggeriert ja, wenn Dresden seiner Meinung nach eine unschuldige Stadt gewesen wäre, wäre sie nicht bombardiert worden, aber das stimmt nicht. Ich war 48 ein Jahr auf dem Bau. Ich habe Tausende von Ziegen geputzt und wir mussten hungern, wir hatten nichts zu essen. Aber ich habe es geschafft. In einer Zeit, in der das höchste Gericht dieser Republik das Bekenntnis zum eigenen Volk als verfassungsfeindlich einstuft, ist es wichtig, sich dem eigenen Volk hinzuwenden. Der Terror von Dresden steht auf einer Höhe mit Hiroshima und Nagasaki. Dieses Völkerverbrechen muss weiterhin wachgehalten werden. Wir gedenken heute jener, die damals im alliierten Bombenhagel und Feuersturm an der Heimatfront ihr Leben lassen mussten. Frauen, Kinder, Alte, Flüchtlinge aus dem deutschen Osten. Ihnen wollen wir heute die Ehre erweisen und nun eine Schweigeminute abhalten. Und die Schuld lag an den damaligen Herrschenden in Europa, unter anderem den Kriegstreiber Winston Churchill. Dieser Krieg ist ein englischer Krieg. Sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. Ich führe keinen Krieg gegen Hitler, sondern ich führe einen Krieg gegen Deutschland.